Hey zusammen, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start im neuen Jahr. Ich starte dieses Jahr mal mit einem Stasisbild. Ich habe zwar die ganze Zeit versucht, etwas noch mit dem alten Exotik vom Hunter zu machen, wo wir ja Damage Reduction durch die Gletschergranate bekommen, was aber leider fast irgendwie nicht mehr so möglich ist, wie es früher einmal war. Also habe ich gedacht, ich probiere mal ein bisschen was anderes rum. Und da ist mir der Exohelm Maske vom Bakris in die Hände gefallen und ich habe gedacht, ich gucke da mal, was ich da zusammenkriege. Und ja, in diesem Bild kann man auf jeden Fall fast die ganze Zeit seine Granate haben. Man friert die ganze Zeit die Gegner ein. Es ist wieder an manchen Stellen, sage ich jetzt mal, richtig schön einfach, die Gegner wegzumachen, weil sie halt nichts machen können. Noch dazu bekommen wir selbst für Bosse in Raids oder auch in Dungeons einen richtig, richtig guten Damage Boost. Ja, und weiter ist ja leidvoll. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und mich unterstützen wollt, könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren. Ab und zu bin ich auch mal auf Twitch, das habe ich jetzt dieses Jahr vorgenommen, dass das auf jeden Fall noch regelmäßiger passieren wird. Vor allen Dingen dann so leidvoll. Ja, und dann schauen wir uns einfach mal das Bild an. Also wie gesagt, es geht um die Maske vom Bakris. Denn hier haben wir es so, dass wir unser Stasis-Ausweichen durch einen Hechtsprung ersetzen, der uns teilweise verhöht. Finde ich es eher eigentlich nur so eine optische Sache, aber gut. Nach dem Hechtsprung verursachen unsere Akkuswaffen kurze Zeit erhöhten Schaden bei Kämpfern und allen Gegnern, die wir eingefroren oder verlangsamt haben, fügen wir allgemein mehr Schaden zu, egal ob Arkus oder nicht. Und das in Kombination mit den Waffen, die ich drin habe und den Mods, ist dieses Bild schon echt interessant und es macht mir auch mal wieder Spaß. Ich habe endlich mal wieder Spaß, Stasis zu spielen. Also gehen wir zum Fokus. Ich habe hier das Scharfschützen-Ausweichen drin, weil es einfach schneller wieder da ist und wir brauchen ja das Ausweichen, um die Maske zu procken. Dann habe ich hier auf jeden Fall die Frühlichtfeldgranate drin, weil das die Granate ist mit der geringsten Abklingzeit. Die anderen sind bei ca. 2 Minuten, 2,5. Aspekte haben wir düstere Ernte dabei. Wenn wir Gegner besiegen, die verlangsamt oder eingefroren waren, bekommen wir dort Stasisbruchstücke. Und wenn wir die einsammeln, bekommen wir Nahkampfenergie. Und dann haben wir noch Berührung des Winters dabei, dass einfach die Frühlichtfeldgranate innen drin noch so einen kleinen Kristall hat, den wir zerstören können, um einfach auch nochmal Schaden zu kriegen und auch unsere Fähigkeiten schneller wieder zu bekommen. Und natürlich ist die Granate nochmal etwas größer durch den Aspekt. So, Fragmente habe ich Whisper der Gefangenschaft dabei. Jetzt nähern sich. Wir wissen ja, was unser Licht ihnen antun kann. Nun zeig ihnen deine dunkle Seite. Also, Whisper der Gefangenschaft, unsere Verlangsamungseffekte halten länger an und allgemein unsere Fähigkeiten, die über Zeit gehen, halten auch länger an. Das heißt, die Granate steht länger und wir bekommen Stärke 10 dazu. Nehmen wir mal mit. Dann Whisper der Ketten. Wenn wir in der Nähe von eingefrorenen Gegnern stehen oder halt von Stasiskristallen, bekommen wir weniger Schaden und bekommen nochmal Erholung dazu. Dann Whisper der Folter. Wenn wir Schaden erleiden, bekommen wir Granatenergie. Hilft auch nochmal, dass wir die Granate schneller wieder bekommen. Und dann noch Whisper der Bruchstücke. Wenn wir einen Stasiskristall zerstören, bekommen wir eine verringerte Nachladerate unserer Fähigkeiten, was sehr nice ist. Und noch dazu bekommen wir auch nochmal 10 Belastbarkeit. Und dann haben wir noch Whisper des Raureifens. Wenn wir Stasisbruchstücke aufnehmen, bekommen wir ein Überschild, soweit halt unser Leben voll ist. Für jedes weitere Stasisbruchstück, das wir aufnehmen, setzen wir den Timer von den 10 Sekunden immer wieder neu zurück. Das könnte man natürlich jetzt auch noch austauschen gegen irgendwelche anderen Dinger, wie zum Beispiel hier Nahkampfschaden. Wenn wir halt unseren Nahkampf schmeißen, der sehr schnell voll ist, werden unsere Waffen, die gehaftet sind, nachgeladen. Kann man auch nehmen, aber ich fand das andere besser. Da kommen wir allgemein zu der Ausrüstung. Man sollte schauen, dass man auf jeden Fall 100 Disziplin hat, um halt die Granaten so schnell wie möglich wieder zu bekommen, um halt die ganze Zeit die Gegner einfrieren zu können. Belastbarkeit habe ich bei mir auf 90 gemacht. Desto mehr, desto besser. 100 wäre natürlich noch besser. Habe ich jetzt leider nicht hingekriegt. Ja, also wie gesagt, Maske von Bakris. Hier habe ich die Mod zum Beispiel drauf, Elementarbruchstücke. Bruchstücke, die wir aufnehmen, zählen als Elementarquelle. Sehr wichtig. Dann habe ich noch drin, dass ich mehr Munition für meinen Granatwerfer finde. Ja, harmonischer Siphon, dass ich halt, wenn ich schnell Gegner töte, mit meiner Stasiswaffe, dass ich halt dann auch nochmal Sphären der Macht erschaffe. Dann sind wir bei den Armen. Hier habe ich jetzt gerade Solararme drin. Ich habe hier einmal drin Einschlaginduktion. Wenn ich Schaden mit meiner Nahkampfattacke mache, bekomme ich reduzierte Abklingzeit auf meine Granate. Deswegen ist der Nahkampf eigentlich schon gut zu gebrauchen hierbei. Ja, und dann habe ich noch Elementarladung. Wenn ich eine Elementarquelle aufnehme, werde ich mit Licht aufgeladen. Und da wir viele Bruchstücke haben, die als Elementarquelle zählen, haben wir das eigentlich auch fast die ganze Zeit oben. Dann Brustschutz. Hier habe ich halt zweimal die Mod drin aus dem Season Pass.
Und ich habe einmal Quelle der Macht drin, wenn ich eine Elementarquelle aufnehme, die meinen Energietypen meines Fokus entspricht, also Stasis halt, bekomme ich halt Bonusschaden. Soweit ich richtig weiß, waren das 25%. Das ungefähr für 12 Sekunden. So, Beine habe ich hier dabei hochenergetisches Feuer. Wenn ich mit Licht aufgeladen bin, erhalte ich Bonus-Waffenschaden. Und dieser Stapel wird halt verbraucht, wenn ich einen Gegner töte. Im besten Fall, wenn man zum Beispiel auf den Boss geht, hat man mit Licht aufgeladen ein oder zwei Stapel durch die Bruchstücke, die man aufgesammelt hat. Und bekommt dadurch auch durchgehend halt erhöhten Schaden auf Bossgegner, solange die halt nicht sterben. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Buff von 25% oder 30%. Steckt sich auch mit Quelle der Macht, also sehr nice. Ja, hier habe ich einfach noch meine Mod drin, dass ich meine Gesundheit auflade, wenn ich eine Sphäre der Macht nehme. Man kann es aber auch hier ein bisschen ändern, also hier kann man den Energietyp nehmen, wie man will. Hier ist eigentlich keine Pflicht. Und Umhang bin ich gerade auf Stasis, damit ich das hier mitnehmen kann. Überlegener Quellenschöpfer, wenn ich meine Super aktiviere, erzeuge ich Stasis Elementarquellen. Das funktioniert halt so, dass wenn ich meine Ulti dann schmeiße, kann ich diese erstmal als der Gegner eingefroren. Ich dodge, habe den Buff von dem Exo, sammle dabei die Elementarquellen auf, die ich an der Stelle gemacht habe, wo ich stehe, und habe halt diesen Damage-Buff. Ich bin mit Licht aufgeladen und der Bossgegner kriegt halt die volle Breitseite, weil er eingefroren ist, weil ich alle Buffs oben habe. Deswegen ist die Super selbst für Bosskämpfe diesmal ziemlich gut zu gebrauchen. Dann habe ich hier einmal Allzweck-Kickstarter. Kann man immer wieder mitnehmen. Es ist halt nur die Sache beim Exo, dass wenn wir einen Hechtsprung gemacht haben, solange sich unsere Ausweichfähigkeit nicht auflädt, solange wir den Buff von dem Exo aktiv haben. Weil sonst könnten wir den Buff die ganze Zeit abhaben und das geht leider nicht. Aber der Vorteil ist halt hierbei, dass wir halt ungefähr ein Viertel von unserer Ausweichenergie wieder zurückbekommen, selbst wenn halt der Buff von dem Exo ausgelaufen ist. Das heißt, das Ding ist erstmal ausgegraut, der Buff ist vorbei, wir bekommen unsere Ausweichenergie, lädt sich wieder auf und er ist direkt schon wieder ein Viertel voll. Deswegen bin ich hier auf Stasis und natürlich auch wegen dem hier. Und dann habe ich noch die Season Mod dabei aus dem Weg geschwächt, weil wir nämlich dann mit unserem Granatwerfer die ganze Gegner, die wir damit treffen, schwächen. Und das ist diese Season auf jeden Fall ein Muss. Auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal rüber zu den Waffen. Hier habe ich nämlich den Granatwerfer aus dem Witch Queen Raid dabei, weil er macht Akkus. Da profitiere ich auf jeden Fall nochmal vom Helm mit. Es ist so waveförmig, womit ich halt viele Gegner, wenn sie jetzt zum Beispiel in der Granate eingefroren sind, treffe und schieß rein. Ja, dann Heavy habe ich aktuell das neue Fusionsgewehr da drin, aus der aktuellen Season. Es ist ein Stasis-Fusionsgewehr. Linear-Fusionsgewehr, Entschuldigung. Hier habe ich nicht die perfekten Perks, aber an sich würde ich, wer hat, Reese Bedauern in Godroll mitnehmen. Denn eine Stasis-Waffe als Heavy-Slot ist auf jeden Fall ein Muss. Man kann auch zum Beispiel Granatwerfer mitnehmen oder auch ein MG, je nachdem. Dämmerungsstrikes, wenn ich weiß, okay, der Gegner hat eine kleine Hitbox und wir haben jetzt keine Göttlichkeit dabei, damit die Gegner und die dicken Gegner einfach schnell fallen. Raketenwerfer geht auch super. Aber wie gesagt, Linear-Fusionsgewehr ist eigentlich ein Muss. Dann habe ich hier oben auf jeden Fall noch eine Stasiswaffe dabei. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine Stasiswaffe mitzunehmen. Man kann natürlich jetzt, wie man sieht, noch ein Exo mitnehmen. Also man könnte es zum Beispiel umbauen, dass man hier jetzt zum Beispiel Granatwerfer mitnimmt. Und hier jetzt zum Beispiel risikoreich mitnimmt. Auch eine sehr gute Waffe, macht Akkus, wir profitieren vom Exo-Helm. Oder den Dreifaltigkeits-Ghoul. Ist auch richtig nice für AdClear. Man könnte natürlich auch vielleicht noch Agathes Zepter mitnehmen. Diese Waffe ist ultra stark, finde ich. Also die macht auch richtig Spaß. Damit habe ich auch gespielt, macht richtig Spaß. Ist halt nur eine Sache, entweder man schaut, wie man Muni kriegt, weil man hat dann Doppel-Special, oder man hat halt jemanden im Team, der schon Granatwerfer spielt. An sich kann man auch noch Fusionsgewehr mitnehmen mit Chill-Clip. Denn wenn wir damit einen Gegner treffen, wird er halt eingefroren. Und wenn dieser Gegner stirbt und wir haben ihn jetzt gerade nicht durch die Fähigkeit eingefroren, bekommen wir trotzdem Stasis-Fragmente. Also es ist viel Variation drin auf jeden Fall. Ich spiele es jetzt gerade so, aber ich gucke selber noch, weil kein Exo drin zu haben ist irgendwie ungewohnt. Ja, das wäre jetzt so an sich das Stasis-Bild. Mir macht es richtig Spaß. Es ist halt nicht so wie das alte Stasis-Bild mit meinem geliebten Exo. Ich vermisse dieses Exo echt, das hat echt Spaß gemacht. Also es ist halt nicht so wie da, wo man reinreimen kann, sich in die Granate stellen kann und man ist die ganze Zeit geschützt. Es hat echt Spaß gemacht. Dieses Mal ist es halt ein bisschen anders, aber trotzdem dennoch, es macht echt Spaß auf jeden Fall, Gegner einzufrieren. Ich liebe das, bei Stasis.
Vor allen Dingen seid ihr nicht gezwungen, Mods mitzunehmen. Die einzigste Motte, die ihr mitnehmen solltet, ist halt Überladung. Weil selbst Champions, die eingefroren sind, lassen sich davon nicht abhalten. Und laden ihr Leben halt trotzdem weiter auf. Was halt ein bisschen blöd ist, aber gut. Aber andere Gegner wie Unstoppable, die lassen sich einfrieren, bewegen sich nicht mehr. Und auch Gegner mit Antibarriere. Sobald die auch nur angefangen haben, ihr Schild zu machen, werden sie trotzdem währenddessen eingefroren. Das Schild bricht wieder ab. Das heißt, die einzige Champion-Mod, die man mit diesem Bild eigentlich braucht, ist nur Überladung. Und ich finde das ganz nett. Und da kann man halt, wie gesagt, hier einige Variationen in die Waffen reinbringen und ist nicht gebunden auf unbedingt das und das. Ja gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Mir macht Spaß. Ich spiele sehr gerne. Und neues Jahr, neues Glück. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch weiter an Videos arbeiten. Vor allen Dingen, wenn Lightfall kommt, wird einiges kommen. Ich bin schon echt gespannt auf die neue Subclass, was da alles für krasse Builds gibt oder allgemein das Gameplay mit diesem Zeug. Ja, nun genug gequatscht. Lasst gerne ein Abo da. Schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.